Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg machen, Rebecca zu retten. Die hat ja im letzten Part, als wir in diesen komischen Spencer-Raum gegangen sind, hat die fürchterlich geschrien. Und ich weiß so ungefähr, was los ist. Ich verrate jetzt nichts. Aber ich weiß auch ungefähr, wo wir sind. Und wenn wir das erledigt haben, kommt die Schlange dran. Ich habe übrigens die Magnum mitgenommen, weil wir haben fast keine Muni mehr. Und ja, ich sage jetzt einfach mal so, gegen die Schlange müssen wir auf jeden Fall die Magnum benutzen. Ich weiß es gerade nicht, welches Monster unsere Rebecca angegriffen hat, aber wir müssen einfach nur hierher und dadurch, dann müsste es normalerweise gegessen sein. Normalerweise. Ein Hunter! Lass Rebecca in Frieden! Du Scheißmonster! Aua! Ja, das habe ich gemerkt mit dem Dolch. Das geht sogar. Jetzt ist er im Arsch. Rebecca. Chris. You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle my. Ja, toll. Jetzt haben wir Rebecca gerettet vor diesem scheiß Hunter. Ja, und uns angegriffen hat, sieht ganz gut aus. Und jetzt, ja, wurde der übel, müssen wir uns der Schlange stellen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo die ist. Ah, ich weiß schon wieder. Ich weiß es schon wieder. Ja, nachdem wir dann die Schlange getötet haben. Und ich glaube, dass sie ein Crimson Head ist. Ja, ich wusste es noch. Den überlassen wir jetzt allerdings mal seinem Schicksal. Ja, das mit Rebecca ist ungefähr so. Ich glaube, sie kann gar nicht sterben, wenn man zu lange braucht. Also wenn man sie gar nicht findet. Ich habe sie damals fast nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Dann sagt sie irgendwie, es wurde auch höchste Zeit. Und man löst auch irgendein Event aus, das normalerweise nicht stattfindet. Ja. Ja, und ich kann immer wieder betonen, neigen uns dem Ende der Villa. Wir werden noch, nach lang erledigt haben, noch einmal zurückkommen in die Villa, nachdem wir das vierte Stollen gemacht haben. Der Stollen wird relativ, ja, ich sage jetzt einfach mal unter Anführungszeichen, relativ schnell gehen, wenn man weiß wie, und ich weiß Gott sei Dank wie. Ja, dann haben wir es offiziell, und dann kommt nur noch das Labor, und das Labor ziehe ich schnell durch in 3-4 Zügen. Ja, das haben wir. Ich bin eigentlich momentan relativ stolz auf mich, dass ich es auf Profi soweit geschafft habe, weil erstens mal ist es nicht selbstverständlich und zweitens mal, es war doch einigermaßen schwierig, für meine Verhältnisse zumindest. Wenn jetzt irgendjemand in die Kommentare schreiben würde, ja, du hast eh keine Viecher umgebracht. Ja, Leute, ihr habt es ja gesehen, man hat viel zu wenig Muni, stellenweise vielleicht mal ein bisschen mehr, dann hat man wieder fast keine Heilung. Es gleicht sich eigentlich wunderschön aus. Und obwohl ich gerade wieder mal im Hintergrund rendere, weil es noch immer 2 Uhr morgens ist, muss ich sagen, es läuft relativ flüssig. Weil normalerweise ist es so, wenn ich irgendwas aufnehme und im Hintergrund rendere, speziell mit Adobe, mein Hauptrenderprogramm, dann ruckelt es normalerweise so stark, dass ich gar nicht zocken kann. Aber ich muss ehrlich sagen, es läuft momentan eigentlich sehr flüssig. So, ich habe jetzt eine Heilung mitgenommen, weil gegen die Schlange brauchen wir mindestens eine Heilung. Das ist sehr wichtig. Ja, und nachdem wir dann eine Schlange gekillt haben, sind wir dann offiziell fertig mit der, also noch nicht ganz fertig, es gibt dann noch eine kleine Sache zu tun in der Villa. Oder sagen wir es mal so, wir werden dann nur noch die reiten und dann hast du das Adjöla und Hallo, ja, Labor. Aber zuerst einmal erledigen wir jetzt die Schlange. Sie haben den Helmschlüssel verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr wegschmeißen, ganz klar. Ich finde es ein bisschen schade, dass das, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man das macht, aber es ist irgendwie unrealistisch, weil selbst wenn ich einen Schlüssel nicht mehr brauche, schmeiße ich ihn eigentlich nicht weg, muss ich ehrlich zugeben. Und normalerweise liegen hier Kräuter. Naja. Ja, ich spare absichtlich die beiden Schruppmunis. Oh shit. Da ist sie schon. Die Riesenschlange. Man kann auch oben bleiben und sie da killen, aber ich bevorzuge hinteren Kampfplatz. Du blöde Schlange, du blöde. Es ist übrigens egal, ob man ihr die Fresse schießt. Oder auf den Schwanz sozusagen. Das ist wirklich egal. Nein! Aua, du Drecksvieh. Ich scheißegal, könnte man sagen. Na gut, scheißegal, wir sagen, aber hat er keine Muni mehr? Ja, lad doch automatisch nach. Ja, okay, ab und zu stellt sich die KI schon blöd an.
Aber gut, es war halt. Ja, stimm mal bitte. Ja, Vorsicht, okay. Tja, das war's mit der Schlange. Sie bestätigt noch ein Regal, wo jetzt Bücher rausgeflogen sind. Da blinkt was. Ja, ich sehe es schon. Ja. Ich finde es zwar sehr schade, ein Magnum benutzen musste, aber ihr merkt ja selber, man hat kaum Muni und ich habe eigentlich so viele Hunter wie möglich ignoriert, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe bloß 2, 3 gekillt. Das liegt einfach daran, weil, ja, es ist nicht so einfach, wenn man nur eins hat, wenn man nur ein paar Munis hat. Letztes Buch, Band 2. Schauen wir uns auch gleich mal an. Alles klar. Ja, mach's doch auf. Rebecca? Ah, Rebecca wollte ich schon sagen. Chris? Und die Wolf-Medaille ist da drinnen. Super Sache. Die brauchen wir zwar eh erst relativ spät, muss ich sagen, kurz bevor wir ins Labor kommen, aber dennoch finden wir die jetzt schon. Und jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch aufmachen mit der Batterie. Wohlgemerkt, mit der Batterie und der Winde müssen wir jetzt wieder in die, in die Richtung des Wasserfalls begeben, wo wir eben damals das erste Mal in die Residenz gekommen sind, weil dort, ja, ich räuspere mich sehr oft, ich weiß nicht warum, aber ich bin momentan ein bisschen heiser. Ich habe heute fast 5 Stunden aufgenommen, also nicht nur Resident Evil, sondern auch einiges andere. Und den kriege ich auch im Hintergrund ein bisschen mehr. Und ja, das ist jetzt auch, ich sage jetzt mal, mit viel Lauferei verbunden, den Hunden vorerst ausweichen müssen. Zwar Heilung, aber ich will die nicht verbrauchen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, den Stollen, den werde ich wahrscheinlich in, ich sage jetzt mal, maximal 4 Parts durchhaben, weil der Stollen geht relativ schnell und ich will so schnell wie möglich jetzt das Spiel durchziehen. Weil ich will mich auch anderen Projekten widmen und Resident Evil nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, wie ihr schon gemerkt habt. Nein, an die Gegner renne ich nicht vorbei, weil das sind mir zu viele Crimsons. Zu viele Crimsies. So. Ich renne zwar sehr umständlich, ich weiß, aber es geht halt nicht anders. Moment mal, ist eigentlich der eine... Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich in den einen Heilungsraum noch komme. Also ihr wisst wahrscheinlich, welchen ich meine. Ich meine jetzt den Raum, wo wir gegen die 2 Hunde gekämpft haben, um das Halsband zu kriegen. Aber ich werde auf jeden Fall noch schnell vorbeischauen. Wenn ich diese Coin noch nutzen könnte, wäre das natürlich perfekt. Außer es sind da wieder Hunter. Ja, klar. Aber er erwischt uns geilerweise nicht. Wohlgemerkt geilerweise. Und sind da drin jetzt noch Hunter? Ich glaube, die sind durch das Fenster reingekommen, ne? Ja, der Schnitt ist schon eine Stunde her. Ich habe jetzt nur eine Stunde pausiert. Ja, die Hunter sind noch da. Aber die sind jetzt sowas von Wumpe. Was so viel heißt wie scheißegal. Nein! Aua! Du Drecksvieh! Du behindertes. Ja, denen gefällt das offensichtlich. Und warum wir übrigens jetzt in den Stollen müssen, hat 2 Gründe. Wir brauchen nämlich einen Rahmen für dieses Steinobjekt. Für dieses hier, für das Metallobjekt, sorry. Batterie und Gas. Wo ist sie denn überhaupt? Ja, die Gewinde, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr die nicht bittet, seid ihr sozusagen, ich will das nicht sagen, gebumst. Aber es ist auf jeden Fall nicht gut, wenn ihr sie nicht mit habt, weil die braucht ihr auf jeden Fall. Ihr müsst nämlich quasi dann das Wasser aus diesem einen Becken herauslassen. Hoppala, falscher Weg. Und dann, dann wird halt ein anderer Weg freigegeben. Und dazu brauchen wir eben auch die Batterie, weil wir nämlich diesen einen Aug freigeben müssen. Ein Hunter? Seit wann taucht denn hier Hunters auf? Scheißegal, wir rennen vorbei. Weil der sowieso zu blind ist. Ich schau jetzt mal hier, ob ich mich hier noch heilen kann. Ich glaube, dass man hier schon noch einmal Heilung kriegt. Dann könnte ich mir nämlich eine Heilung ersparen, wisst ihr? Sie können ihre Wunden nicht mehr behandeln. Ah, scheiße gelaufen. Aber was soll man machen? So, wie komme ich da jetzt am besten hin? Ah, ich weiß schon wie. Ich weiß schon wieder wie. Obwohl, Moment mal, wie mache ich das jetzt am besten? Und das sind auch wieder Handmann. Können uns nämlich, dann ist das jetzt so gefährlich. Die können uns jetzt nämlich one-hin. Mit einem einzigen Schlag können die uns jetzt köpfen. Und darauf habe ich keinen Bock. Nö. Und jetzt muss ich den umständlichen Weg gehen, was mich total ankotzt. Aber was soll man machen? Und mir fällt gerade auf, wenn jemand in die Kommentare schreiben würde, ja, wir haben die eine Tür mit dem Schlüssel nicht geöffnet, also die eine Tür, diese Gittertür, wo wir quasi die vorletzte Todesmaske gefunden haben, aber ich finde die einfach nicht.
Und solange wir weiterkommen sind, macht es ja auch nichts. Sag ich jetzt einfach mal. Nein! Dolch in die Fresse. Renn einfach weiter, Chris. Einfach weiter rennen. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Und schon gar keine Magnum-Munition gegen die zu verschwenden. Sogar bei der Magnum könnte es sein, dass bei den Crimson jetzt die Köpfe nicht abfallen. Das ist so ein Schwierigkeitsgradfall. Ist ein bisschen dumm gemacht, ehrlich gesagt. Aber was soll man machen? Soll ich jetzt speichern? Nö, ich werde jetzt absichtlich nicht speichern, weil falls ich diese Stelle nochmal machen muss, also falls ich recken sollte, dann mache ich diese Stelle einfach nochmal. Ein bisschen besser wahrscheinlich sogar. Ich weiß nicht warum, aber ich bin beim Offscreen-Spielen meistens ein bisschen besser, aber auch nicht immer. Ich sag zwar schon meistens, aber nicht immer. So, wir haben hoffentlich alles mit. Ich glaube, die Batterie und die Winde, mehr brauchen wir auch gar nicht. Und ja, ihr müsst das jetzt in der richtigen Reihenfolge machen. Wenn ihr es in der richtigen Reihenfolge macht, geht sehr viel Zeit drauf. Was mir allerdings jetzt relativ wumpe ist, weil ich sage jetzt einfach mal so, Hauptsache wir haben das Spiel geschafft, weil es ist ziemlich strapazierend auf Profi, muss ich zugeben. Und falls jemand sagt, ja, mit Chris scheint es doch eh einfacher zu sein. Naja, ich sage jetzt einfach mal so, wenn man Anfänger ist in diesem Spiel, wenn man es noch nie gezockt hat vorher, sollte man unbedingt mit Jill anfangen. Weil mit Chris, seht ihr ja, man muss die Schlüssel finden, man muss viel mehr rennen, weil man diese Inventarplätze nicht hat. Und man muss das und das machen. Deswegen, das macht das Spiel ehrlich gesagt schon ein bisschen schwieriger. Und da ich es ja mit beiden schon des Öfteren durchgezockt habe, also die Wii-Version oder so, oder auch die Gamecube-Version, habe ich gesagt, ich will es mit beiden machen, weil es so selten mit beiden gezeigt wird. Und wenn dann die Leute auf meinen Kanal kommen und sehen, okay, der Devil, der hat das offensichtlich mit allen beiden relativ gut durchgezockt, dann müsst ihr jetzt davon ausgehen, wenn ihr es auf leicht geschritten durchspielt, dass es dann auf jeden Fall für euch leichter wird, was Munition, Heilung und, ich sage jetzt einfach mal, Gegner angeht. Da ist natürlich bei weitem einfacher. Ich mache es absichtlich, Profi, das habe ich deswegen schon mal gesagt, weil ich Herausforderung will, weil... Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel schon so oft auf leicht und fortgeschritten durchgespielt, dass ich einfach momentan keinen Bock habe, ehrlich gesagt, das Spiel immer auf leicht durchzuspielen. Und jetzt werde ich mich schnell heilen, jetzt habe ich keinen mehr drauf. Ja, weil auch die Schlangen machen minimalsten Schaden, aber doch welchen. Und da wir jetzt hier auch Hunde treffen, will ich kein Risiko eingehen und diese einfach mal killen. Also an denen vorbei. Wenn es nicht anders geht, dann werde ich die sogar killen. Und die Magnum ist natürlich genau die gleiche, die auch Barry bei Jill hat. Also falls ihr das Let's Play von Jill auch verfolgt nebenbei, dann werdet ihr natürlich auch sehen, dass Barry die gleiche hat. Ist ein Waffensammler, so nebenbei bemerkt. Ja, da läuft ja schon der Hund. So, die Batterie ist eingesetzt. Au, du blöder Drecksköter. Ja, sag mal, fick. Und jetzt fahren wir sofort mit dem Lift nach oben. Wofür das gut ist, ich sag mal so viel. Fahrt mit dem Lift nach oben. Da müsst ihr nochmal zu diesem großen Becken und mit der Winde das ablassen, das Wasser dann haben wir es offiziell geschafft. Und nein, ich kille die Hunde nicht, aus zwei Gründen. Munitionsmangel und weil ich die Freunde. Ich meine, okay, diese Hunde kotzen mich zwar an, aber ihr wisst, was ich meine. Und sie ist doch nicht so schlimm, sag ich jetzt einfach mal. Ruckelt teilweise stellenweise schon noch immer wegen dem Rendern. Also ich rendere pro Aufnahme nur einen Part, dass ihr es wisst. Also was heißt pro Part? Es ist jetzt nur eine Ausnahme, dass ich im Hintergrund rendere, während ich aufnehme. Normalerweise tue ich das nicht. Aber momentan läuft das eigentlich ganz gut, muss ich zugeben. So, die Winde benutzen. Danke, mein Freund. Und das alles geht sich in 15 Minuten prima Ballerina. Der Stollen ist ein relativ, ich will nicht sagen, einfache Stelle. Aber, weil man sie weiß, wie, dann geht sie relativ schnell. Das heißt, ich werde die jetzt... Ja, ich sage jetzt einfach mal unter Anführungszeichen, der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Ja, genau, deswegen habe ich das ja gemacht. Ich sage jetzt mal so, der Stollen, wo wir jetzt hinkommen werden, der ist relativ einfach, wenn man weiß wie. Wenn man nicht weiß wie, ist er gebumst. Weil es geht nämlich da so viele Wege, die man durchkreuzen muss. Und das ist natürlich für einen Spieler nicht unbedingt einfach. So, und jetzt laufen wir auf. Chris, sage ich immer. Sind da jetzt drei Hunde oder was? Habe ich das jetzt getäuscht? Ich würde jetzt sagen, ich mache hier auch einen Schnitt, bevor wir zum Stollen kommen. Würde mich natürlich über einen Kommentar und ein Like freuen, oder zumindest eines von beiden. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder bei Resident Evil. Bis dahin, Leute, macht's wie immer gut.